dann sind sie eigentlich zum Keller zu und haben eigentlich die Bügel, wo ein Schloss eingehängt ist, die Bügel aufzwickt. Und so haben sie eigentlich das Bike entwendet. Und dann bin ich nochmal ausgegangen und dann habe ich nur gesehen, wie ein weißer Bus. Biketracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Ja, mein Diebstahl um 3 in der Früh ist der Alarm vor meinem Handy losgegangen. Dann das erste habe ich mir gedacht, wieder weggegangen, obwohl ich noch nicht angeheizt bin. Dann habe ich mich nochmal nachgedreht und dann hat es mir eingeschossen, der Alarm passt mir nicht. Dann bin ich aufs Handy schauen gegangen und dann war auf einmal, steht da oben, ihr Bike wurde bewegt. Was hast du dann unternommen? Ja, eigentlich nicht das, was man machen sollte. Anzahlen, oben in den Keller. Und eigentlich dadurch, dass aber auch kein... Eigentlich, weil wir überall Bewegungsmotor haben und das Licht angeht und es finster war, bin ich dann auch reingegangen und dadurch bin ich zum Keller und habe geschaut und dann war das Rad eigentlich weg. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ja, nachdem ich im Keller unten war, bin ich eigentlich noch in die Tiefgarage rausgegangen. Hab gedacht, da war es eigentlich auch finster. Und dann bin ich eigentlich vorn über die Straßen Richtung Tiefgarageneinfahrt gegangen. Wo ich noch ein Mann von der Tiefgarage rausgekommen ist und mit Zeitungen in der Hand und ich frage, was er da hat und er sagt, ich Zeitung austragen und ist noch weiter ins nächste ausgegangen. Wobei wahrscheinlich das einer von den Tätern war. Der ist dann gleich angehaut, noch weil ich die Radl noch einen zurück in die Wohnung, also geholt habe, wo ich es gefunden gehabt habe, in der Tiefgarage so hergerichtet, wo ich die 2 Radl dann genommen habe und habe es in die Wohnung aufgebracht. Und dann bin ich nochmal ausgegangen und dann habe ich nur gesehen, wie ein weißer Bus weggefahren ist. Weißt du, wie der Diebstahl im Detail von den Tätern durchgeführt wurde? Ja, sie sind über die Tiefgarage, da das ziemlich alles neu ist und noch kein Tor bei der Tiefgarage ist, in den Keller. Zugang zu den Kellern ist eigentlich auch noch kein Schloss vorhanden. Und dann sind sie eigentlich zum Keller zu und haben eigentlich die Bügel, wo ein Schloss eingehängt ist, die Bügel aufzwickt. Und so haben sie eigentlich das Bike entwendet. Wie hat die Polizei darauf reagiert, dass du den Live-Standort sehen konntest? Ja, die waren selber überrascht, dass das überhaupt gibt. Muss ich sagen, weil ich habe ja, also was, sie haben einen GPS-Sensor im Radl drinnen. Wie soll das funktionieren? Dann habe ich ihnen das genau erklären müssen und dann waren sie eigentlich recht begeistert davon. Wie zufrieden bist du mit dem Biketracks GPS-Tracker? Mit dem Biketracks GPS-Tracker bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil er alles im Prinzip aufzeichnet, Alarm schlägt und eigentlich immer nachvollziehen kann, wo bin ich gefahren und was habe ich gemacht.